Ja, Servus und Hallo YouTube, herzlich willkommen hier mal nach langer Zeit wieder auf meinem Kanal. Erstmal vielen Dank, dass ihr überhaupt wieder eingeschaltet habt. Ja, wie erkläre ich das jetzt? Wo fange ich an? Ja, es gab so ein paar kleinere Probleme, krankheitsbedingt, privater Natur. Ich hatte auch längere Zeit, wo ich jetzt hier bin, keinen PC, kein Internet. Und das ist aber soweit wieder hier. Ja, zu den privaten Sachen möchte ich eigentlich nicht so viel sagen. Die haben mich so ein bisschen auch extrem aus der Bahn geworfen, aber das geht so mittlerweile. Des Weiteren kamen noch halt krankheitsbedingt noch ein paar Sachen dazu, die mich auch extrem aus der Bahn geworfen haben. Sprich, bei der Entzündung halt im Körper, die ja auch an den Stellen, wo sie waren, sehr, sehr unangenehm waren. Das war einmal im Mundbereich eine Speicheldrüsenentzündung, die ich zweimal hintereinander gehabt habe, die komplette Kauleiste wehtut. Also das waren schon höllische Dinger, wo du auch keinen minimalen Bock hast, überhaupt was am PC oder sowas zu machen. Und ja, das hat jetzt dem Letzt wieder zugehauen. Ihr wollt eigentlich schon vor, ja, das sind jetzt 3 Wochen schon wieder her, das andere aufgetaucht ist, da wollte ich eigentlich schon wieder mal hier Folge aufnehmen. Da hatte ich soweit wieder ja Mut geschöpft und war voller Tatendrang. Und dann hat das wieder zugeschlagen mit diesen Entzündungen. Ich weiß nicht, woher das kommt, wie das kommt, keine Ahnung. Kann sich auch die Ärzteschaft soweit nicht erklären. Hat das nochmal zugeschlagen und hat sich soweit bemerkbar gemacht, dass die linke Seite vom Ellenbogen, sprich der Schleimbeutel, dermaßen entzündet ist. Das ist ein ästhetischer Anblick. Hat auch soweit nicht so wehgetan, aber ich musste halt noch, was ich vielleicht hätte nicht machen sollen. Ja, das habe ich aber selber entschieden, noch wichtige Sachen halt arbeitstechnisch fertig machen. Dann habe ich gesagt, dann mache ich dann krank. Und wie es dann der Teufel so will, gehe ich zum Arzt. Und an dem Tag hat dann automatisch, ja, als wäre das so gewollt gewesen, die rechte Seite auch noch angefangen. War entzündet, nur auf der Seite ich jetzt höllische Schmerzen. Das geht soweit sowieso nicht mehr zurück. Und jetzt war ich beim Arzt gewesen und die sagen auch, ja, es muss operativ entfernt werden. Erstmal diese akute Stelle, die total entzündet ist. Mal gucken, das wird ja für mich am Freitag, ich weiß nicht, wann die Folge dann für euch hochkommt. Ich denke mal am Freitag, ja, vielleicht auch am Donnerstag, ja, also heute oder morgen dann sein. Da werde ich auf jeden Fall nochmal unter das Messer müssen und dann wird das auf der einen Seite so weit entfernt und dann irgendwie, was weiß ich, eine Woche später oder zwei dann auf der rechten Seite. Also, weil ich dann da auch nochmal einen Ticken aus, mal gucken, was man dann da macht. Wie gesagt, ich versuche das jetzt mal hier so ein bisschen, ich habe so Lust eigentlich zu spielen, wieder mal eine Folge aufzunehmen. Muss mal gucken, ich habe extra schon so weit hier alles aufgebaut, dass ich extremst nicht auf die Ellenbogen komme. Weil, wie gesagt, wenn du die rechte Seite halt anhaust, ist das sehr, sehr unangenehm. Wie gesagt, ich habe auch jetzt nächtelang nicht geschlafen. Logischerweise musst du halt Schmerzmittel oder sowas nehmen, aber da sind ja dann auch nach und da wachst du halt dann mitten in der Nacht auf und bist glockenwach und kannst dann halt auch nicht mehr schlafen, ja. Soweit schon mal dazu. Wie gesagt, es tut mir auf jeden Fall extremst leid, dass das so gekommen ist. Das war in keinster Weise überhaupt so meine Absicht oder Intention, das so durchzuziehen. Das ist jetzt schon das zweite Mal, wo sowas ja, privater Natur und krankheitsbedingt dann dazwischen kam. War ja letztes Jahr schon mal. Ja, mal schauen, mal gucken, wie es jetzt hier weitergeht. Auf jeden Fall habe ich jetzt riesige Lust eigentlich mal hier. Die hatte ich mir auch schon so weit vor eingestellt, die Karte hier. Ja, mal ein bisschen zu spielen. Ich würde sagen, wir laufen mal hinter so ein bisschen zum Hof. Die meisten werden schon wissen, was es ist. Danke schon mal hier an Kalle, ne, für die Erstellung der Map. Also ist auf jeden Fall ein schönes Ding. Vor allem auch hier mit den hessischen Gebäuden. Ja, ich als alter Hesse feiere die, ja. Habe ich ja auch damals schon, bevor sie überhaupt rausgekommen sind, schon so weit bekundet. Also mir gefallen die, die sind hier von Barney Assessive, gefallen mir sehr gut. Ich habe auch den Hof soweit so ein bisschen hier eingerichtet. Soll jetzt hier keine großartig lange Folge werden. Wir können ja mal hier kurz durchgehen. Was soll ich erklären? Das ist alles Standard, was hier so auf dem Hof so verbaut ist, beziehungsweise abgestellt ist. Ich habe hier und da nochmal ein paar Sachen also verfeinert mit
ja, platzierbaren Dingen. Das ist nichts Großartiges. Ansonsten ist hier die meiste Sache alles ja, Modhub-mäßig. Ne? Muss ich auch hier ein bisschen begrenzen. Die Hallen sind schwer zu befüllen. Da muss ich mal gucken, ob ich dann noch ein bisschen von der Sache her das hier so ein bisschen anders platziere. Mal gucken wir hinten nochmal rein. Sagt hier bei der Schwader. Ich habe auch die meisten Gerätschaften, die eigentlich hier so weit drauf sind, gelassen. Ist noch minimal ausgetauscht. Ja, hier alles relativ klein. Mal Rückwärtsgang rein. Sagt Map. Ist eigentlich soweit bekannt und Vorstellung brauche ich da auch nicht mehr viel. Das haben schon andere genug gemacht. Ja, wie gesagt, hier haben wir noch ein, das heißt wir, ich für euch, also wir doch, ein Schwerlastregal hingebaut. Jetzt habe ich hier noch ein paar Kälberstelle hier platziert und ansonsten ist hier ja, sonst nichts weiter geändert worden. Müssen wir mal gucken, wir sind im August, also das heißt, wir müssen auf jeden Fall Mähdrescher rausholen und müssen mal gucken, dass wir hier soweit schon mal vorwärts kommen. Ja, hier sind dann noch mal ein paar Sachen drin. Das ist aber auch noch nicht endgültig gestellt. Ich habe es erstmal probiert, wie es überhaupt alles hier reinpasst, weil es ist vom Platz her halt sehr begrenzt. Aber hat man ja gerne. So einen kleinen Hof, schnuckelig und ist schön von der Aufteilung her. Und man muss sich halt irgendwo ein bisschen begrenzen. Was ich auch noch reingemacht habe, da wir ja hier ein Fermenting-Silo haben, habe ich aber auch noch ein Bar-Silo hinten so weit hingebaut. Mal ja gerade mal hingehen. Da möchte ich auf jeden Fall nicht verzichten, weil vielleicht werden wir ja hier und da noch auch ja, Mais so weit. Ja, ist einfach nur dieses kleine Bar-Silo hier hinten habe ich platziert, ein bisschen Landschaftsmalen gemacht. Ja, soweit hat das alles funktioniert. Ich muss mich auch erstmal wieder so weit hier reinfuchsen. Ich bin ja total raus. Das sind jetzt ein paar Monate, wo ich nichts gemacht habe. Dazu habe ich noch die komplette Tastatur alles umgelegt, weil das hat sich alles verloren. Dadurch durch die Patche auch waren wieder Einträge komplett weg. Ich muss auch nochmal gucken. Die Standardeinträge, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich habe auch da weiter noch nichts vorhandenmäßig gelesen. Ist soweit auch hier. Teilweise Standardfunktionen, Belegungen der Tasten oder sowas, ja, kaum mehr eingetragen sind. Das werde ich wahrscheinlich nochmal resetten müssen und dann nochmal anpassen. So, würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir hier soweit einigermaßen mal zurechtkommen. Ich bin mal gespannt. Ich fahre wahrscheinlich wie der letzte Depp, sage ich jetzt mal. Aber das kann ja passieren. Mal gucken. Das muss ich auch nochmal gucken. Alles hier zentrieren. Das sieht gut aus. Machen wir uns mal das HUD an. Die Drescher war eigentlich so. Spiegel. Oh, ja, den kann man eigentlich so rausfahren. Sollte soweit funktionieren. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir noch den Schneidwerksmagen so weit rausholen. Aber den kann ich so ohne weiteres nicht rückwärts reinfahren. Ja, muss man auch aufpassen, hier vorne ist das Holz. Mal gucken, ob ich den überhaupt so weit anhängen kann. Ja, wie gesagt, ich muss ein bisschen auch aufpassen auf die Ellenbogen, ansonsten ich mir die wieder alle anhaue, das sind immer gleich Schmerzen, die man sofort merkt. Ja, das müsste aber soweit funktionieren. Guck, ob wir noch aussteigen können. Ich glaube, noch einen kleinen Ticken. Ja, probieren wir das erstmal. Oh, das war eigentlich die Leiter mehr, da komme ich auch nicht vorbei, oder? Geht das hier noch? Mal gucken. Oh, steigt an der Leiter hoch. Nee, hier hinten komme ich nicht rein. Warte mal. Nee, das reicht auch noch nicht. Bei Außenansicht. Oh, war ja, da muss ich mich wieder auf einiges umgewöhnen. Ja, wenn du da mal ein paar Monate nichts gemacht hast, bist du hier komplett raus.
Nee, das reicht immer noch nicht. Oh, war ja, das fängt ja gut an, aber schneidet man nicht raus. Das gehört mir dazu. Muss man es mal so angucken. Es tut mir leid. Ich bin ja völlig hier. Sonst muss ich einen Schlepper holen. Kann natürlich auch sein, dass der nochmal ein Stück gewandert ist. Reicht das jetzt? Wollen wir mal gucken. Ja, jetzt reicht's. Ja, okay, dann haben wir das wenigstens einigermaßen hingekriegt. Ah. Raus müsste eigentlich ohne weiteres funktionieren. Da müssen wir mal gucken. Das eine Feld war doch jetzt hier gleich um die Ecke. So, mal gucken, wo man alles hier abstellen kann. Ich habe mich noch weiter nicht hier mit der Map auseinandergesetzt. Ich habe jetzt nur den Hof hier eingerichtet. Ich weiß gerade, wie der Weg vom Händler zum Dings hier ist. Mal gucken, wo wir den abstellen. Irgendwo hier, hätte ich jetzt gesagt. Na komm. Noch ein kleines Stückchen, dann sehe ich das auch vom Weg. Das wird. Guck mal noch vorbei. Ja. Na komm. Jetzt bitte. Ja, es ist alles noch ein bisschen hölzern. Also ich gebe das ja selber zu, das merke ich ja auch. Also es ist schon extremst ungewohnt, nach so langer Zeit hier wieder was zu machen. Aber vielleicht spiele ich auch noch mal ein bisschen was anderes, dass ich hier wieder mal reinkomme. Einmal nochmal in die Frontansicht. Dann gucken wir uns das mal an, dass wir das anhängen. Ja, die waren ja auch schon alle so weit hier. Benutzt die Gerätschaften, die hier weit, so weit auf der Karte sind. Muss ich auch wieder dran gewöhnen, etwas mehr zu sprechen. Das ist ja auch alles ungewohnt. Das ist, wie gesagt, da wirklich Monate rausbrichst, ist dir wirklich schwer. Wo ist sie dann? Einmal da. So. Eben. Ein kleines Stückchen so weit weg. Und das muss man gucken, das ist alles nur Hafer, was hier so weit auf den Feldern ist. Ich habe nochmal geguckt, es gibt kein Weizen, es gibt keine Gerste, aber das soll uns soweit nicht erstmal stören. Aufklappen müsste man nochmal, ne? Soll uns soweit nicht stören. Stroh kriegen wir auf jeden Fall hier davon. Weil ich habe noch nichts auf dem Hof. Weder Saatgut, noch Heu, noch Stroh. Düngemittel auch nicht. Spritzgut auch noch nicht. Das muss alles noch so weit hier. Na komm. Sonst gucken wir nochmal ganz kurz. Innenansicht. Was ist mit der Haspel? Ich muss einmal nochmal zurückstellen. Das ist alles ungewohnt noch. Auweia, auweia, auweia. Ja, sollte so weit erstmal gehen. Ja, da muss ich mir auch ganz schön was umgewöhnen. Aber kriegen wir auch noch so weit hin. Ist ja wieder, dass ich das erste Mal wieder etwas aufgeregt bin nach einer oder die erste Folge nach so langer Zeit. Das kenne ich ja sonst eigentlich gar nicht, aber was willst du machen? Oh, wie sieht es denn hinten aus? Ja, das wollen wir auf jeden Fall. Dass er uns auf jeden Fall auf Schwarz ablegt. Ich brauche Stroh. Gutes Haferstroh. Karte könnten wir dann auch nochmal ausmachen. Muss mir auch erstmal an die neue Tastaturbelegung gewöhnen. Es ist komplett anders da aufgebaut, wo ich jetzt hier bin.
Die zweite Seitenkonsole steht jetzt links. Dafür stehen die zwei Shifter rechts und sind nebeneinander, sodass man die Gruppen halt komplett neben den Gängen schalten kann. Muss ich aber auch dran gewöhnen. Das, wie gesagt, es ist alles etwas enger und gewöhnungsbedürftig, aber werden wir auch noch hinkriegen. Ich häcksel jetzt hier außen drumherum nichts, weil wir so gut wie kein Stroh haben und es sind nicht so viel. Deshalb will ich ja alles pressen. In Hessen wird das sowieso gemacht. Der immer gesagt, ich bin der Mann ohne Vorgewende. Aber wie gesagt, hier häckseln wir erstmal nichts. Das wird alles verpresst, beziehungsweise im Ladewagen gleich heimgeholt, dass wir das dann mindestens schon mal einstreuen können. Dann habe ich auf jeden Fall die Ballen kaufen mir schon mal so weit gespart. Mal ganz gucken, dass wir heute nicht so super lange Folgen da aufnehmen. Muss erst mal gucken, wie ich dann hier von der Internetleitung das soweit funktioniert, weil so groß und so gute Leitung, wie ich zu Hause ehemals hatte, habe ich momentan nicht mehr. Aber wir werden sehen, was da funktioniert, beziehungsweise rauskommt. Ja, soweit läuft das. Wie gesagt, ich muss mich auch wirklich erstmal komplett wieder hier dran gewöhnen. Das ist sehr, sehr, auch innen an sich zu fahren. Puh, wenn du da, warte mal, wir gucken mal, wenn du da Wochen raus bist, brauchst du da wirklich wieder, finde ich jedenfalls ein paar Augenblick, bis du das so weit wieder hast. Wahrscheinlich habe ich oben auch noch genug stehen lassen. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier steht ein Baum und ein Schild relativ nah dran. Dass wir zu viel auf die Straße machen, fahren wir mal. Ja, hat aufgehört. Jawohl, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal so weit hier. Ah, da vorne liegt da ein wenig drauf. Mal gucken, ob das überhaupt wegbekommt. Das ist manchmal so ein Problem auf der Straße, weil die nicht dir gehört. Ich weiß nicht, wie die Felder hier so weit eingeteilt sind. Beziehungsweise, ob die Straßen, die dazwischen sind, auch noch als dein Besitz gelten. Aber das werden wir dann sehen hier. Kleinen Birken sind immer die gefährlichsten, haben wir schon früher gelernt. Aber sollte auch soweit funktionieren. Hier ist noch der leichte Knick im Schlag, aber das kriegt man auch soweit raus. Ja, ich habe genug stehen lassen. Oh, war ja, das mache ich nachher nochmal. Tut mir leid. Da muss ich mich auch was wieder dran reinfuchsen. Innenansicht ist momentan noch nichts für mich. Und wie gesagt, ich bin auch etwas schwerfällig mit den Namen, aber das wird sich dann auch wieder soweit geben oder auch funktionieren, hoffe ich. Nur noch hier ein paar Tasten umbelegen. Ich habe mir nämlich den zweiten Hebel, also wo du normalerweise die Gänge einlegst, auf dem G29 nur die eine Seite momentan als Vorwärts-Rückwärts-Kombination gemacht. Ich habe den mal gerne als beide, weil wenn du dir das Lenkrad komplett rumgedreht hast, dann kannst du nämlich beide Tasten vorwärts-rückwärts schalten. Das ist immer ganz angenehm, sonst drückst du immer so ins Leere, finde ich. Ja. Ich sage, fahren wir noch eine Bahn nochmal hoch und dann sehe ich zu, dass ich hier das noch als Rest dann so mal ich mache und dann muss man nochmal gucken. Ein paar Tasten werde ich mir noch umbelegen müssen. Gucken, dass hier Funktionen auch soweit funktionieren. Dann kommen ja auch, denke ich, noch hier und da noch ein paar Mods mit rein. Ich bin halt ganz zufrieden mit den Schlepperauswahlen, die ich da habe. Das sind die kleinen alten Deutschen, mit denen ich immer schon sehr gerne gespielt habe. Dann noch der alte 500er und der neue 500er als Vario. Ich muss noch mal gucken, ob das endgültig so bleibt, aber
Nein, so viel oder so alles durchforstet, was es hier noch gibt. War wie gesagt extremst nicht unterwegs auf irgendwelchen Discord-Channel beziehungsweise auf Seiten, wo man halt was runterladen kann. Aber werde ich mich auch noch drum kümmern. Dann mache ich hier auch noch mal das Stückchen, was hier noch so übrig geblieben ist, weg. Na komm, eine Bahn fahren wir noch. Jetzt bin ich so einigermaßen drin. Und auch noch mal gucken, Innenansicht. Ich muss auch noch mal gucken, die Höhe gefällt mir noch nicht so ganz vom Track. Es ist mir zu hoch, so, wenn ich jetzt hier rausgucke. Aber muss ich laufen, meinen Kopf so niedrig halten. Das muss ich auch noch einstellen. Wie gesagt, das sind alles noch Sachen, die eigentlich da früher alles perfekt eingestellt waren. Und die muss ich jetzt alles wieder neu kalibrieren, einrichten und gucken, dass es auch so funktioniert, dass es ja nicht so, ich mag das nicht, wenn das so huddelig immer ist, so schnell hin und her sich bewegt im Bild. Das ist immer ganz schlimm, finde ich. Deshalb muss man auch immer hier gucken, dass man sich, wenn man sich bewegt, halt relativ langsam und in einem Zug bewegt. Das ist dann soweit schon mal zum Zugucken, denke ich, eine ganze Ecke wert, als wenn man so hier als rüber und rüber guckt. Wir gucken, wir steigen mal kurz aus. Wir können ja mal ausmachen. Puh, es ist vollbracht. Die erste Folge so weit hier wieder einigermaßen Chaos verbreitet. Ja, wie gesagt, wird noch ein bisschen dauern, bis ich hier wieder komplett so weit drin bin. Aber der Anfang ist gemacht und mal gucken mal, wie die ganze Sache hier ausgeht. Es hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, mal was zu spielen. Das ist auch wirklich das erste Mal seit, ja, gefühlt, ich glaube, 2 Monate oder was ist es her, wo ich überhaupt den LS so weit angepackt habe. Und auch was gemacht habe. Sonst war immer nur, dass ich geguckt habe, wie die Karten sowas aussehen. Aber großartig gemacht habe ich nichts. Also vielen Dank, dass ihr das angeschaut habt und ja auch Verständnis habt und nicht alle deabonniert habt. Tut mir leid, dass das von der Sache her so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, aber das war nicht anders da machbar, handelbar. Wie gesagt, so gut ging mir es dabei auch nicht. Ich hoffe, dass ihr Verständnis dafür habt und sehen wir uns wieder. Vielen Dank, macht's gut, Servus, Tschüss, haut rein.